Teil dieser Stadt ist noch größer. Man nennt ihn French Quarter. Eine Gegend ohne Gesetz. Für harte Dollars bekommt man alles. In diesem Hexenkessel sorgen zwei Bullen für Ordnung. Und sie schaffen es. Sie machen ihren Job. Sie räumen auf. Doch eines Tages bekommen sie den gefährlichsten Job ihres Lebens. Sie jagen eine Handvoll Terroristen. Terroristen, die Amerika tödlich bedrohen. Ich weiß noch, früher hat mir der Job mal Spaß gemacht. Sie haben nur 48 Stunden, um ihr Land zu retten. Wir haben eine Menge Gründe anzunehmen, dass diese Kerle vorhaben, die Weltausstellung in die Luft zu jagen. An alle Einheiten. Explosion am Gondelbahnhof, Tor 5 der Weltausstellung. Feuerwehr, Krankenwagen sind bereits unterwegs. Alle Einheiten Code 3 befolgen. Michael Parks und Bill Holiday. Diese beiden Bullen, Amerikas härteste Spezialgruppe. New Orleans Anti-Terror Force. Jetzt in Ihrer Videothek.